Görlitz ist die östlichste Stadt Deutschlands und für viele, speziell junge Leute, nur eine kleine Stadt an der deutsch-polnischen Grenze. Aber es gibt noch mehr zu sehen als den 15. Meridian. Ein Wahrzeichen der Stadt ist unter anderem der dicke Turm, welcher 1250 errichtet wurde und ab 1530 als Wachposten für die Stadtwächter fungierte. Die Görlitzer Altstadtbrücke verbindet in ihrer jetzigen Form seit dem 20. Oktober 2004 Görlitz und die polnische Nachbarstadt Skorzelec, nachdem sie am 7. Mai 1945 von der damaligen Wehrmacht gesprengt wurde. Aber das sind nicht die einzigen touristischen Höhepunkte für die Altstadt in Görlitz. Besonders sehenswert ist die Pfarrkirche St. Peter und Paul. Mit einer Länge von 72 Metern, einer Breite von 39 Metern und einer Höhe von 24 Metern überragt sie die ganze Altstadt. Die Kirche wurde im 15. Jahrhundert erbaut. Die Grundsteinlegung erfolgte 1423 unter der Bauleitung von Hans Knobloch und Hans Baumgarten. Der Baumeister Konrad Pflüger vollendete gemeinsam mit Obern Laubernisch und Blasius Böhrer den Bau zwischen 1490 und 1497. Aber schon im Jahre 1691 wurden die oberen Freigeschosse und eine Vielzahl an Inventar durch einen Stadtbrand zerstört. Jedoch sind auch im Moment einige Teile der Peterskirche durch Gerüste verhüllt, da die Bekrönungen, Fensteröffnungen und die Filialtürme bis Ende November 2019 repariert werden sollen. Ein weiteres Wahrzeichen in der Görlitzer Altstadt ist der Kaisertrutz. Im 15. Jahrhundert wurde mit seinem Bau begonnen, um die Stadt zu verteidigen. Ja, 1490 hatten die Görlitzer Bürger beschlossen, dass sie ein solches großes Rondell bauen wollten, vor der Stadtmauer gelegen, zum fortifikatorischen Schutz, wie man damals so schön sagte. Und hier sieht man ja auch schon im Erdgeschoss, dass hier überall Kanonenbastionen untergebracht gewesen sind. Und da hat der Görlitzer Rat das Geld dazu bereitgestellt und jeder Bürger von Görlitz musste daran teilnehmen, an dieser Bastion zu bauen. Wenn es nun ein reicher Kaufmann war, dann konnte er gerne jemanden dafür bezahlen, meistens einen Tagelöhner. Aber ansonsten haben die Bürger selber hier mit Hand angelegt. 1490 ging der Bau los und erst zwei Generationen später, also ungefähr 1541, kann man sagen, war diese Bastion fertig gebaut. Ja, damals hat man also geglaubt, dass man den westlichen Teil der Stadt besonders schützen müsse, nämlich den Teil der Stadt, wo die Via Regia auf die Stadtmauer getroffen ist und dann hier durch den Reichenbacher Tordurchgang von den Kaufmannswagen betreten werden konnte oder befahren werden konnte. Und man hat sich also entschlossen, zur Bestreichung mit Kanonen dieser westlichen Gegend diesen Kaisertrutz zu bauen. Das Gebäude hat den Angriffen auf die Stadt standgehalten und ist bis heute vollständig erhalten geblieben. Vor allen Dingen im Kellergeschoss wird einem deutlich, wie dick die Mauern, nämlich über 2 Meter, damals gewesen sind und wie eine solche Kanonenbastion und eine Kanonennische funktioniert hat. Als Verteidigungsanlage hat der Kaisertrutz an Bedeutung verloren. Heute wird er durch die Stadt Görlitz als Museum genutzt. Also das Gebäude hat damals natürlich der Stadt gehört, als es gebaut wurde. Es war zwischenzeitlich dann mal in preußischem Staatsbesitz und ist dann aber wieder in den 1930er Jahren zurück an die Stadt gekommen, als man nämlich 1932 hier in dem Gebäude eine museale Einrichtung untergebracht hat, die Ausstellung zur Ur- und Frühgeschichte in der östlichen Oberlausitz und zur Stadtgeschichte hat man hier installiert und 1932 eröffnet. Nicht zu vergessen ist der Nikolaizwinger, der einst ein Teil der damaligen Stadtmauer war und heute mit seinen Grünflächen und Brunnen nach einem anstrengenden Tag zum Entspannen und Verweilen einlädt.